Dazu jetzt live vom Parteitag der Republikaner in Milwaukee unser Korrespondent Torben Burgers. Torben, ja, wir haben es gehört. Die Entscheidung ist verkündet worden, dass Trump J.D. Vance als Running Mate an seiner Seite haben will. Wofür steht Vance eigentlich? J.D. Vance ist der Mann, der in den letzten Tagen damit aufgefallen ist, dass er den Demokraten die direkte Schuld gegeben hat an dem Attentat auf Donald Trump. Und damit ist er ein Mann ganz anders, als Donald Trump es im Moment sein will, nämlich ein Mann, der nicht versöhnliche Töne anschlägt. Er steht für Schutzzölle auf amerikanische Güter. Er ist gegen das Engagement von Amerika im Ausland. Und damit ist er vielleicht so etwas wie ein Hardliner, den Donald Trump an seiner Seite braucht, um die Anhänger, seine engeren Anhänger zufriedenzustellen, seine Basis, sodass Trump sich möglicherweise auf die Wähler der Mitte konzentrieren kann, um zusätzliche Wähler dazu zu gewinnen. Und was erwarten die Delegierten da vor Ort, die hinter dir auch jubeln, jetzt von Donald Trump? Ich glaube, sie erwarten von Donald Trump ein Zeichen der Stärke und Geschlossenheit, ganz so, wie er es auch schon direkt nach dem Attentat getan hat. Hier auf dem Parteitag ist eine unglaublich feierliche und ausgelassene Stimmung. Donald Trump wird seine große Rede ja erst am Donnerstag halten, aber schon heute wird er hier auftauchen, nämlich um J.D. Vance zu präsentieren. Um 22.30 Uhr deutscher Zeit soll es soweit sein. Kurz danach soll J.D. Vance seinen ersten Auftritt haben und dann wird hier ein Ruck durch diesen Parteitag gehen, der nach dem Willen der Delegierten alle bis zur Wahl tragen soll.